Hi Leute und willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 2. Wir haben im letzten Part eine Menge Background-Story gehört. Also alles über Pyrazo, oder einen großen Teil erfahren von ihr. Ja, ihre Kraft haben wir mal benutzt. Also ihre neue Kraft und wow, fetzt. Gut, machen wir weiter. Also dann, wenn wir nach Indul wollen, müssen wir... Rex! So, wir wollten gerade, wie ich sehe, seid ihr schon wieder auf dem Sprung. Und das ist auch gut so. Aber könntest du vorhin noch einmal kurz zu uns nach Garfond kommen und mit Yu reden? Es gibt da etwas, das der Boss für dich zurückgelassen hat. Phantom hat mir was hinterlassen? Alles weitere erfährst du in Garfond, wenn du in Garfond bist. Wir warten auf dich, okay? Wieso kommst du nicht einfach mit uns mit? Phantoms letzter Wille. Oh. Ja, das machen wir definitiv. Maximal Klingenpartner von 2 auf 3 gestiegen. Cool, cool, cool. Wie können wir Pyras Kraft denn ändern? Können wir uns das aussuchen jetzt? Pyra? Nee, hier ist kein neuer Menüpunkt. Ist hier vielleicht was Neues? Nee. Nach innen, nach außen? Hm, nee. Oh. Master Pon will like Poppy's new capabilities. Was war das? Die Fähigkeit, mit Hilfe von Sprüngen hohe Orte zu erreichen. Okay. Da fällt mir gerade ein, war das eins von denen, wo Fragezeichen dran sind? Weil wenn ja, sind die storytechnisch vielleicht einfach nur relevant. Hm, kann sein. Gut, wir Pyra switchen, sag ich mal. weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wir gehen erstmal. Warum gehen? Wieder falsche Taste, wie immer. Schnellreise. Garfond. Das war ein Uraya. Ja, da, perfekt. Dann können wir auch noch mal ein paar andere Quests machen. Die wir hier noch nicht gemacht hatten. Also ein paar Sidequests. And we're you. Let us go. Aber das wollte ich ja sowieso machen. Aber erstmal sprechen wir mit ihm. Ist was? Yu und Suo möchten mit euch sprechen. Ich weiß natürlich auch schon worüber. Und was das für uns alle bedeutet. Sprecht mich später noch einmal an. Ich habe extra für euch etwas Besonderes vorbereitet. Okay, er auch. Was ist hier los? Yu. Hey Rex. Hallo Yu. Na, mach mal nicht so ein... Er betrübt das Gesicht. Der Boss hat eine Nachricht für dich hinterlassen. Für den Fall, dass ihm mal was zustoßen sollte. Eine Nachricht für mich? Sag bloß, er hat bereits geahnt, dass er... Vielleicht. Aber weißt du, die Sache ist, als Söldner weißt du nie, ob du morgen noch lebst. Deshalb ist es von uns durchaus üblich, Nachrichten zu hinterlassen, bevor wir aufbrechen. Für den Fall der Fälle. Ich lese dir einfach mal vor, was er geschrieben hat. Hör dir zu. Rex, hiermit überlasse ich dir die Söldner von Garfond. Wow! Okay. War das alles? So sieht's aus. Soll der Boss von Garfond werden? Das kann er doch nicht ernst gemeint haben. Das glaube ich aber auch. Doch. Venter meinte immer, alles genau so, wie er es gesagt hat. Warum sollte er ausgerechnet mich für seine Nachfolge aussuchen? Der Boss hat viel von dir gehalten, Junge. Und ich würde sagen, der Rest von uns sieht das ähnlich. Du bist nicht nur ein aufrichtiger Kerl, du hast auch Mumm. Und du schaffst es immer, anderen Hoffnung zu geben. Da haben wir hier doch gar nicht so viel gemacht. Ich glaube nicht... dass das allein mein Verdienst ist. Mag sein. Trotzdem hast du irgendwas Besonderes an dir, Junge. Und das sehen die anderen auch. Also, was sagst du? Wirst du Ventams letzten Wunsch erfüllen? Ja, warum nicht? Na gut, ich werde es versuchen. Alle Achtung, ich sehe schon. Ventam hatte seine Hoffnung nicht umsonst auf dich gesetzt. Nur,
Was muss ich da überhaupt machen, so als Anführer der Gruppe? Hat Ventum sonst nichts hinterlassen? Irgendwelche genauen Anweisungen oder so? Ich fürchte nicht. Er war nie ein Fan von detaillierten Erklärungen. Aber mach dir keinen Zopf. Zuo und ich werden dir schon helfen. Es wäre ein bisschen hart, wenn wir direkt die Verantwortung für alles auf dich abwälzen würden. Du übernimmst fürs Erste die grundsätzlichen Anweisungen. Um die Einzelheiten kümmern wir uns. Und danach sehen wir einfach mal, wie die Dinge sich entwickeln. Okay, das sollte ich hinkriegen. Gut, dann erkläre ich dir als erstes mal, wie die Dinge hier so laufen. Unsere Gruppe nimmt alle möglichen Arten von Aufträgen aus ganz Alras an. Begleitschutz, Monsterjagen, Materialien sammeln oder auch kleinere Aufträge. Es ist alles dabei. Übrigens, gehört ihr zu den Leuten, die mehr Klingen besitzen, als sie im Kampf einsetzen können? Falls dem so ist, könnt ihr ruhig mal ein paar davon mit meinem Söldnerantrag betrauen. Mit einem Söldnerauftrag betrauen. Das geht? Klingen alleine losschicken? Okay. Die Erfahrung, die sie dabei sammeln, können sie sicher gebrauchen. Und du kannst die Beute behalten. Probier's einfach mal aus. Ist einfacher, als es zu erklären. Wähle einen Auftrag und versuche, ihn abzuschließen. Okay. Das Menü Söldnertruppe steht ab sofort zur Verfügung. Was wäre passiert, wenn wir es jetzt nicht gemacht hätten? Hätten wir uns überredet, das trotzdem zu machen? Oder hätten wir diesen Menüpunkt nie bekommen? Du findest im Hauptmenü. Okay. Neuer Auftrag ist verfügbar. Söldnertruppe freigeschaltet. Ventums letzter Wille abgeschlossen. Okay. So, jetzt soll ich mit dir reden. Nu, was ist? Sprecht mich später nochmal an. Ich habe extra für euch etwas Besonderes vorbereitet. Das ist. Aber ich soll dich auch ansprechen, wenn ich mit ihm. Egal. So. Ja. Okay, uns gehört jetzt die ganze Söldnertruppe. Kriegen wir jetzt Rabatte? Ja, wir kommen jetzt zum Kinder, nehmen Söldneraufträge an, alles wunderbar. Wir reden erstmal mit denen, was mit euch. Die Söldner von Garfand werden auch künftig ihre Aufgabe erledigen, selbst ohne Ventum. Wir wollen das weiterführen, was unser Boss ins Leben gerufen hat. Da sind sich alle hier einig. Ach ja, habt ihr eigentlich schon mit Yu und Zuo gesprochen? Ihr tragt eine ganz schön schwere Last auf euren Schultern. Ich drücke euch jedenfalls die Daumen. Okay. Die Garfand-Söldner erledigen in ganz Alras eine Menge Aufträge. Ich habe mich der Truppe mit meiner Schwester angeschlossen, nachdem uns Ventum mal das Leben gerettet hat. Ich habe mich immer noch nicht annähernd dafür rangieren können. Und ich hätte mir auch nicht träumen lassen, dass er von uns geht, bevor ich dazu Gelegenheit habe. Su und Yu geben alles, um die Lücke zu füllen, aber wer weiß, was nun aus der Garfand-Söldner werden wird. Ah, komm, wir trainieren noch ein paar Leute. Ja, guck mal, die Kleinen fangen schon an damit. Genau, strengt euch mal an. Ihr macht das schon. Nachwuchs haben wir also auch. Falls noch mal einer hops geht. So. Hallo, was ist bei dir los? Alles okay? Ja, mir geht's gut. Macht euch um mich keine Sorgen. Einige starke Gefährten, die direkt unter Ventum gearbeitet haben, haben sich um mich gekümmert. Yu, Su, natürlich auch ihr. Ihr seid alle Teil der Familie. Okay. Ja, dann gucken wir mal ins Menü. Oh, richtige Taste. Söldnertruppe. Neuer Auftrag. In Uraya. Söldnerstufe 0. Ja, es benötigt jetzt halt eine Minute. Das können wir in. Oh, Moment. Wir schicken einfach mal einen Heiler los. Das weiß ich gar nicht, was wir da genau machen sollen. Egal, wir schicken hier einen Tank los. Wir können mehrere losschicken. Hier, perfekt. Da. Angriff, zwei Tanks. Ist mir egal, was das ist. Ich möchte aber eigentlich loswerden, die ganzen Viecher hier. Gesamtstärke plus 1. 1 plus. Okay. Das gewählte Klingen. Kann ich jetzt nur den einen benutzen?
keine Ahnung. Wie kann ich jetzt einfach starten? Entfernen will ich gar nicht. I won't let you down. Sortieren, Auswahl, abbrechen. So, warte mal. Da steht jetzt X. Wenn ich links bin, steht da X. Wow. Okay. Shuyo. Name der Einheit. Shuyo-Einheit. Ist mir egal. Gut. Bananenführer. Orders received. Just show me the way. Einheit entsandt. Alles klar. Okay, jetzt brauchen wir eine Minute warten und dann haben wir das schon. Ich sagte, der Ventheims letzter Wille. Okay. Sollen wir jetzt mit dem Typen reden? Nee, immer noch nicht. Hm. Was können wir machen? Was können wir tun? Was können wir tun? Wir können mal unsere Quests angucken. Missionsbuch. Genau, die geheimnisvolle Notiz haben wir auch noch gar nicht. Frische Gaben, das wollten wir noch nicht. Das hier machen wir auf jeden Fall. Ventheims letzte Welle, was sollen wir da machen? Lazu und Yu möchte dir reden. Ventheim in der letzten Erlassung als Suche. Hä? Möchte Yu dir. Ja, das haben wir doch. Warte, bis das Söldnerauftrag abgeschlossen ist, was war? Ja. Haben wir eigentlich jetzt eine Anzeige? Für den Auftrag? Nee, ne? Schade, es ist nicht rechts unter der Karte jetzt irgendwie. Oder einfach eine Einblendung. Ventheims letzter Wille. Okay. Jetzt müssen wir wahrscheinlich da wieder rein. Missionsbuch? Nein. Moment. Söldnertruppe. Söldnerauftrag abgeschlossen. Erster Auftrag. Gewählt oder ja. Die Grodov. Was? Grovodra ist also erledigt. Wie schön. Endlich können die Bewohner wieder beruhigt schlafen. Gold 850, EP 350. Eigentlich, wenn eine Klinge alleine losrennt, müsste sie doch eigentlich den Auftrag immer schaffen. Weil ihr Meister stirbt nicht und. Na gut, außer es kommt eine Pyra und zerschmettert einfach den kompletten Kernkristall. Aber an sich nehmen die ja Schaden und können sofort weitermachen, ne? Das ist ein Schlussfolge erzählt und somit möglicherweise neue Talente freigeschaltet. Okay. Nur sie kriegt jetzt den Bonus oder wie sieht das aus? Ne, alle. So. Nehme ich gerne an. Aber eigentlich wollte ich die alle loswerden. Wie werde ich den Klingen los? Das muss mir auch mal jemand erzählen. Ja. Okay. Haben wir jetzt einen neuen Auftrag? Nö. Okay. Aha. Gut. Yu, was mit dir? Aufgeregter Stufe 2. Wer war das gerade? War das Nier? Keine Ahnung. Deine Leute haben die Mission erfolgreich abgeschlossen. Gute Arbeit, Rex. Seine Truppe ist jetzt auf Stufe 1. Okay. Höchstanzahl für gewöhnliche Klingen gestiegen. Neue Söldneraufträge verfügbar. Höchstanzahl für gewöhnliche Klingen. Okay. Der Ruf einer Söldnertruppe steigt mit jedem erfüllten Auftrag. Und ein guter Ruf lockt neue Auftraggeber an. Nebenbei steigt damit auch die Zahl der Klingen, die du gleichzeitig mit Aufträgen betrauen kannst. Nicht schlecht. Eine Frage. Der erste Auftrag kam ja von dir. Aber wo kriege ich jetzt neue Aufträge her? Keine Sorge. Wir werden sicher immer mal wieder neue Aufträge an dich weiterleiten. Und ansonsten kannst du vielleicht mal versuchen, mit den Leuten in den Städten zu reden. Leute mit Sorgen und Problemen gibt's ja eigentlich immer und überall. Es wäre vielleicht auch nicht schlecht, mal wieder in Argentum oder Gomod nach dem Rechten zu sehen. Verstehe, werde ich mir merken. Ach ja, hätte ich fast vergessen, einen Ratschlag habe ich noch. Jeder Auftrag hat andere Anforderungen und jede Klinge hat ihre Stärken und Schwächen. Achte darauf, wenn du eine Einheit zusammenstellst. Die richtigen Leute kriegen den Auftrag schnell erledigt. Stärken und Schwächen meiner Klingen beachten, wenn ich ein Team für eine Mission zusammenstelle. Okay. Ich sehe schon, du lernst schnell. Na
Das ist jetzt nicht so schwer gewesen. Probier erstmal, so viele Aufträge wie möglich abzuschließen. Sobald du dich daran gewöhnt hast, sehen wir weiter. Ich werde dich auf die Probe stellen, wenn du soweit bist. Also lass dich am besten regelmäßig hier blicken. Moment mal, du willst mich auf die Probe stellen, obwohl ich der Anführer bin? Denk dran. Wenn du Klingen hast, die nichts zu tun haben, solltest du sie mit Söldneraufgaben, Aufträgen beschäftigen. Leute, die Hilfe brauchen, gibt's wie gesagt überall. Und Söldnern geht nie die Arbeit aus. Dieser Auftrag von Arbeit hatte Ventem also sein Leben verschrieben. Ich verspreche dir, Yu, ich werde mich anstrengen. Ich will ein Anführer sein, auf den Ventem stolz gewesen wäre. Genau das wollte ich hören, Rex. Dann ab mit dir und vergiss nicht, wir stehen hier alle hinter dir. Cool, cool, cool. Ventems letzter Wille. Abgeschlossen. Schön. Ventem hat die Zukunft der Söldner in deine Hände gelegt. Nun ist es an dir, sie zu neuen Horizonten zu führen. I reckon the quickest route is back to Argentum, ship to Mor Ardain, then on to the Praetorium. If we're lucky, there'll be a guild ship at the port. Can't say no to a free ride. Let's go and see. It doesn't cost anything? Salvagers can board guild ships for free. I'll negotiate for you guys, too. That would be big help! Unverhofft kommt oft. Du bist jetzt der Neuanführer der Söldnertruppe von Garfort. Merk dir gut, was Yu dir gerade erklärt hat. Hauptziel der Söldnertruppe ist es, Aufträge zu erfüllen. Diese Aufträge kannst du auf verschiedene Weise annehmen. Grundsätzlich weist dich eine Einblendung auf der rechten Seite des Bildschirms auf neue Söldneraufträge hin. Öffne das Menü, um sie dir anzusehen. Wenn du einen Auftrag annimmst, musst du zunächst eine Einheit aus geeigneten Klingen zusammenstellen. Jeder Auftrag erfordert bestimmte Talente, also achte bei der Zusammenstellung darauf, passende Klingen auszuwählen. Doch zurück zur Söldnertruppe. Es gibt spezielle Aufträge, die beim Erfüllen der Stufe der Söldnertruppe erhöhen. Du solltest ab und zu mit Yu sprechen, um zu erfahren, ob ein solcher Auftrag verfügbar geworden ist. Je höher die Stufe, desto anspruchsvollere Aufträge kann die Truppe annehmen. Gib dir Mühe, damit du Ventem ein würdiger Nachfolger wärst. Rang? Achso, die gehörten zu Nier und Rex teilweise. Okay. Eigentlich sind mir doch immer noch egal, oder? Ventems letzter Wille, ja. So, jetzt wollen wir mit dem... Ein neuer Auftrag ist verfügbar. Und noch ein neuer Auftrag. Und noch ein neuer Auftrag. Okay. 4. 5. 6. Jetzt wird's aber langsam unheimlich. So viele Klingen habe ich doch gar nicht. Ja. Kann ich die alle von hier aus steuern oder muss ich jetzt nach Gormod und sowas selber hinlaufen? Okay, ich zähle nicht mehr mit. Das ist mir zu viel. Wir wollten aber mit dem... Nee. Wieso ist Yu jetzt hier? Hamnisch wollte doch mit uns reden, oder nicht? Hier, wir tanzen erst auf den Tisch. Hallo, leitet ihr auch brav Söldneraufträge an eure Klingen weiter? Je mehr Aufträge ihr meistert, umso größer und gewichtiger werden die Anfragen, die man euch sendet. Vergesst nicht, hier ab und zu nach dem Rechten zu sehen, ja? Warte. Okay. Gut, dann gucken wir mal. Nein, falsche Taste. Es tut mir leid. So, Missionsbus Söldnertruppe. Hier haben wir noch einen Auftrag. In Gormod haben wir noch Aufträge und Agentum. Machen wir mal ein Agentum. Kranbauarbeiten. 30 Minuten. Nopon haben Hunger und... Hä? Lang erwarteter Roman. Was haben wir hier? Holzbauarbeiten. Das sind alles so... Ich würde sagen, Billigaufträge. Holzarbeiten. Modell gesucht. Fäustling... Ah, das sind die, die wir jetzt später brauchen. Fäustlingsklauen. Tierform. Warte, Tierform? Achso, wir brauchen extra... Ah, wir brauchen ein Team dafür. So, und was haben wir hier zu tun? Frachtverladung. Achso, genau, den haben wir fertig. Alles klar. Voll im Trend.
Bedingungen: männlich und Wasser. Männlich brauchen wir 3 Stück und einen, der Wasser kann. Okay. Das ist jetzt weiblich? Keine Ahnung. Brauchen auf jeden Fall. Also ist. Das ist Wasser. So, brauchen wir noch 3 männliche. Du bist männlich. Du. Das war falsch. Nein. Du. So. Wieder ansonsten immer noch mal. Achso, okay. Ansonsten würde ich ja auch mal unsere anderen Klingen losschicken. Hier zum Beispiel Agathe. Aber, wir schicken die erstmal so los. Yuzuki-Einheit, ja, meinetwegen. Oh, big responsibility. But I'll do it. Alright, heading out. Just show me the way. Und los. So. Ich würde sagen, wir machen hier auch nochmal einen. Ernährungstrends. Wir brauchen 3 weibliche und ein Feuer. Alle Einheiten sind gerade unter. Wie alle Einheiten? Ich kann immer nur einen haben? Ich habe doch so viel Klingen. Oder kann ich hier jetzt noch einen annehmen? Alle Einheiten. Okay. Yuzuki-Einheit, Feuer-Trend. Ja, gut, dann mach halt. Was können wir noch machen? Wahrscheinlich erstmal nicht viel. Falls sehe ich nichts. Wir reden mit Samly nochmal kurz. Alles in Ordnung? Habt ihr schon mal von den Granatäpfeln gehört, die es in Uraya gibt? Jeder davon hat einen anderen Geschmack als der vorherige. Mal sind sie süß, mal sauer, mal bitter. Alles dabei. Staun, staun. Als Ventim uns hier hergebracht hat, hat er uns allen Schwarzgranatäpfel zu essen gegeben. Meiner Meinung, meiner hat voll bitter geschmeckt. So bitter, dass ich ihn direkt wieder ausgespuckt habe. Da hat Ventim gelacht. Und jetzt ist er einfach weg. Ich sag doch, man kann Erwachsenen nicht trauen. Okay. Du bist geschädigt fürs Leben, habe ich gemerkt. So, ich würde sagen, wir beenden für heute den Part und gucken, was wir sonst noch an Aufträgen machen können. Wir haben ja noch ein paar. Ansonsten gucken wir vielleicht nochmal alte Gebiete nach. Wäre auch interessant. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.